I'm a big step up, bin ich weit vor. I'm a big step up, look ich durch. Noch ein Fußball, lieber. Ach, Freunde, ihr seht und hört schon, wo ich hier bin. Ich muss jetzt erstmal abchecken, wie ich hier rauskomme. Ich bin nämlich in Barcelona, Freunde. Champions League Time. Heute mal was anderes auf dem Kanal. Neapel gegen Barca, Rückspiel. 1-1 Hinspiel. Ich hoffe, heute gibt es keinen Bruch. Der Verstand der Dinge sieht so aus. Ich kann jetzt nicht viel schwätzen. Ich war ja erstmal alleine im Ausland, in Barcelona. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich überhaupt hier aus dem Flughafen rauskomme. Dann Hotel, kurz umziehen, klarkommen, nach Handy laden, dann geht's auch schon weiter zu den Fans. Freunde, hier direkt schön spanische warme Luft, aber ich hab immer noch keinen Kopf zu reden, weil ich jetzt erstmal gucken muss, von wo, wohin, wo, das könnte mein Bus vielleicht sein sogar. Ach du Scheiße. So Freunde, jetzt habe ich Zeit und Lust, Kraft, bis mit euch zu quatschen. Ich sitze jetzt in einem Bus. Ob der jetzt richtig fährt, weiß ich jetzt nicht. Ich muss jetzt zu Plaza Catalunya. Da ungefähr 10 Minuten Fußmarsch müsste hoffentlich mein Hotel sein. Also wie gesagt, Leute, ich bin heute nach Barcelona gereist. Ja, ein bisschen was anderes. Ne? Heute mal High Football, nicht nur High Football, aber ich denke mal so 1-2-3 Mal im Jahr sollte das verkraftbar sein. Vor allem so besondere Spiele, wo man jetzt nicht jeden Tag hinkommt. Auf jeden Fall meine Bilanz bei Barcelona zu den Spielen ist, naja, erste Spiel damals, letztes Jahr glaube ich sogar im Camp Nou noch, haben wir mal gewonnen. Danach in Hamburg 1-0 verloren gegen Donetsk. Dann der letzte U19 Vlog meine ich gegen Mainz. Barca gegen Mainz, Barca im Elfmeterschießen rausgeflogen, also aktuell negativ. Ich hoffe, dass es heute im Positiven geht, ja. Heute soll, die haben so viel angekündigt, ausverkauftes Stadion. Heute soll der ganze Bus mit Büros, alles komplett Fullpaket empfangen werden. Ja, mal gucken, was daraus noch wird. Da gehen wir auf jeden Fall auch noch hin. Ich habe jetzt aktuell jedes Mal, egal wo, ich kann hinfliegen, wo ich will. Es ist immer Zeitdruck. Aber, ja, Freunde, gehört dazu. Ich hoffe, ihr genießt den Vlog. Lasst ein Like da, lasst ein Sub da. Ansonsten sehen wir uns im Hotel hoffentlich. Freunde, ich bin jetzt hier am Plaza Catalunya, man hört da hinten schon die ersten Fans singen. Ey, seid mir ehrlich, ihr kriegt doch auch geile Laune, ne? Wenn ihr in Urlaub seid, ihr kennt es bestimmt. Alter, man ist im Ausland, man sieht Palmen, gutes Wetter, man kann ja nur gute Laune haben. Auf jeden Fall geht es jetzt ins Hotel, so ungefähr 9 bis 10 Minuten Fußmarsch, kurz Sachen ablegen, Handy laden und dann geht's direkt weiter instant. Jetzt bin ich im Hotel. So sieht das aus. Ein Bett, hier ein Schränkchen, Tisch, kleiner süßer Balkon. Gehen wir uns mal einmal kurz die Aussicht. Ja, passt. Wie gesagt, Freunde, es ist direkt fast im Zentrum. Wie gesagt, bis zu jeder Oberstation. Da läufst du 5 Minuten dann überhaupt. Bin ja eh nur bis Donnerstag hier, von daher passt halt ja ein kleines, nichts Wildes. War auch dementsprechend vom Preis auch günstig, aber kann man machen, sieht sauber aus. Empfang war auch nett. Wie gesagt, ich ziehe mich jetzt um. Ich habe mich schon das ein oder andere Trikot eben gezogen von Gaui. Eigentlich war ein Gaui, hier so ein halb originales, aber auch günstig. Ne? Kann man mitnehmen, mit Schal. Ich ziehe mich jetzt um und es geht direkt Richtung Stadion. Oh Freunde, kleiner Sprung. Ich bin jetzt am Stadion. Boah. Ey, guckt euch mal an, wie wunderschön, wie geil das hier aussieht. Da hinten diese Helis am Kreisen. Boah. Da drüben ist das Stadion. Wie gesagt, Wie gesagt, ich glaube, die wollen ja noch den Mannschaftsbus begleiten mäßig. Ich hoffe, dass ich dafür noch nicht zu spät bin. Ich gehe jetzt nämlich zu den anderen Jungs von der Peña. Ja, mal gucken, wa? Gönnt euch mal diesen Ausblick, yo. Boah. Tut mal einmal kurz genießen. Okay, genug. Geht weiter.
Okay, wir sind auch da, Freunde. Freunde, ich habe hier den Vater von Stadion Vlogs an meiner Seite, Anton. Was geht? Dein Prediction heute. Ich hoffe, es wird kein Bruch. Ja, bitte sag's nicht zu sehr. Ich sag 3-1 Barca. Lamine, Gündogan, Lewandowski. Ja. Aber ich sag ehrlich, nimm auch einen Elfmeterschießen auf 0-0. Ja. Das ist absolut egal. 100%. Also meine Prediction war, ich denke, das wird 1-0 ausgehen nach Verlängerung. Aber ich denke mir scheißegal, Hauptsache wir kommen weiter, weil meine Bilanz bei Barca aktuell schwierig. Als wann ich das letzte Mal einen Sieg hochgeladen habe, bei Barca, vor 6 Monaten. Das glaube ich. Ich habe so eine schlechte Streak. Erstmal war ich in Hamburg, da 1-0 glaube ich gegen Donners haben wir verloren. Ja, da war ich auf dem U19-Spiel noch vor Barca. Ich dachte, okay, vielleicht damals hier regelt dann. Gegen Mainz. Ja, und dann, naja. Ja, gut, ich wünsche viel Spaß, hier. Gell? Ja, war mir eine Ehre. Ciao, wir sehen uns hier. Und Freunde, der Ernst des Lebens beginnt. Es geht jetzt rein ins Stadion. Es ist so viel passiert außenrum. Ich bin jetzt schon fertig. Das Spiel geht erst noch los. Es wird krank. Es wird krank, Freunde. Hey, Freunde. Boah. Oh mein Gott, was hab ich? Letzte Bruder, bitte. Hier beginnt die Action gleich. Ich habe jetzt endlich mal hier so ein bisschen Luft. Hab jetzt einen Platz endlich gefunden, Freunde. Ich schwöre es euch, ich war wirklich Real Talk noch nie so nervös vor einem Spiel. Also, keine Ahnung. Es war so viel Stimmung in der Stadt und überall. Also heute steht echt alles auf dem Spiel. Und dann kommt auch schon Barca rein und Refrain. Vamos! Wie gesagt, Freunde, sind noch ein paar Plätze auf jeden Fall noch frei, aber wir haben noch 40 Minuten bis Anpfiff. Wie gesagt, das Ding ist hier komplett ausverkauft. Wird so eine geistkranke Stimmung sein. Das Alpha in der Ablaufstellung kommt. Ist komplett ausgepfiffen. Digga, das ist eine fast das 1-0 gewesen. Jamal geht schon rum. Komm, das sieht gut aus. Nein! Erste gute Chance für Barca. So ein guter Ball, so ein guter Ball! Ey, Barca startet so gut, alles. Es muss jetzt mal klingeln, oder?
Abseits gewesen sein. Okay, okay, stark. Guckt er es an. Ja, was denn, was denn? Ist doch gelb. Okay, okay. Nein, ja! Wasser starte, Furios! Komm! Mach ihn frisch! Nein! Wasser! Ja! 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 Was ein Start! Vamos! Vamos! Cancelo an den Pfosten und er macht in den Nachschuss rein. Oh mein Gott, die Mittenfristigen. Richtig, links, links, war Ball gespielt. War doch Ball gespielt. Das sieht ja super aus. Wow. Okay, 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 okay. 2-1 Neapel. Und es ist das gefährlichste Ergebnis, das 2-0. Und rot, Robert! Nein, da wäre fast die Antwort gewesen. Nein. Sagt Barca, darf jetzt nicht in dieses Loch einfach wieder fallen, ja. Wir dürfen jetzt nicht dieses 2-2 kassieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Segen! Oh, genau das darf jetzt nicht passieren, Digga. Kein 2-2. Komplette Scheiße. Okay. Araujo. Araujo. Ja. Bruder, wie war der nicht drin? Okay, okay, okay. Hey! Hey! Sag mal, Freunde, wir haben schon zweite Halbzeit hier. Ich sage auf jeden Fall noch ein paar Worte gleich zur ersten Halbzeit. Nach der Ecke. Wir sind schnell in Führung gegangen. 2-0. Dann nach dem 2-0 haben wir aufgehört, Fußball zu spielen. Wir haben dann direkt 2-1 kassiert. So ging es noch in die Halbzeitpause. Hätten sogar noch 3-1 machen können, aber ich hoffe, dass Wasser jetzt nachlegt. Ach, dass du da einfach keine Kopfschmerzen hast. Okay. Oh, macht er so gut. Macht er gut! Nein! Nein! Oh, macht er gut! Komm weiter! Das ist gerade eine starke Phase von Neapel. Weil Barca bettelt gerade nach dem 2-2. By the way, ich habe jetzt Sergio Roberto und Romelu reingeholt. Oh, was er damit vorhat, weiß ich jetzt auch nicht. Oh. Ecke! Schon komplett am Ende. Ja! 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 Das ist so wichtig. Vamos! Oh.
Alter. Lewandowski. Feierabend, Freunde. Wir sind eine Runde weiter. Ich kann es nicht glauben, Alter. Zu Recht lässt sich die Mannschaft nochmal feiern von den Fans. Wir haben so lange gezittert. Freunde, wir haben es gepackt. Es gab heute keinen Bruch. Ich bin jetzt raus aus dem Stadion. 3-1 Endstand, dieses 3-1, Digga. Das habe ich wie gefeiert, als ob wir Champions League gewonnen haben. Weil es so unfassbares, wichtiges Tor war, weil jeder weiß, jeder Barca-Fan weiß, hätten wir da das 2-2 kassiert, die hätten Moralschaden, sein Vater. Fakt ist, Freunde, wir haben gewonnen. Eine Runde weiter. Ich hoffe, euch hat dieser Stadion-Vlog gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Sub da. Samstag geht's weiter nach Köln. Zum rheinischen Derby, ansonsten haut rein, Freunde, peace out. By the way, Freunde, ich muss noch erwähnen, schöne Grüße an Anton, der wird das Video wahrscheinlich eh nicht sehen, aber trotzdem, der Bruder hat einfach 3-1 getippt. Also, Tippi hat komplett Angst vor ihm. 3-1 Einstand, Digga, zu Ramos.